Liebe Genossen, Comrades and Tovarish, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silver. Und diese Episode, Genossen, soll sich ganz eigentlich auf den Schiffsverkehr konzentrieren. Denn da hat sich mächtig was getan. Unsere Werft hat eine Menge Boote fertiggestellt und da habe ich jetzt auch schon ein paar Linien zu aufgesetzt. Ich denke, das ist ein ganz interessanter Aspekt hier des Games. Und von daher wird da der heutige Fokus drauf liegen, Genossen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann bleibt dabei, denn gleich nach dieser Pause geht's auch schon los. Bam, 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 bam. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur Folge Nummer 23, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre, genau. Ich stelle erstmal die Stunde ein, Genossen, damit wir hier nicht ganz die Zeit aus dem Auge verlieren. Und da wird es auch schon wieder hell und das ist auch gut so, Genossen. Wir sind hier über dem Hafen von Eisenhüttenstadt. Ja, und da seht ihr auch schon, die ersten Schiffe, die hier auf, die liegen jetzt auf Rede, ne? Die warten jetzt sozusagen, dass sie ausladen können. Genossen, aus der letzten Episode vertraut sind euch noch diese beiden Hafenanlagen hier. Das ist diese hier, ne? Wo man nur Kohle entladen kann. Und hier, wo Kohle und Kies entladen werden kann. Genau, Genossen. Unsere Konstruktionsbüros haben in der Zwischenzeit aber quasi Unglaubliches vollbracht. Ihr seht es auch, wir sind jetzt hier schon im Dezember 76. Aber da ich ein bisschen was fertigstellen wollte, jetzt auch mal zwischen den Episoden, damit wir hier gut vorankommen, Genossen, habe ich es immer wieder rausgeschoben, diese Episode denn zu starten. Ne? Dann dachte ich, ach, wenn das fertig ist, nee, dann machst du noch die Baustelle auf und so weiter. Ja, deswegen ist immer mehr Zeit verlaufen. Und jetzt habe ich die Notbremse gezogen, Genossen. Jetzt müsst ihr wieder mit einsteigen oder jetzt könnt ihr wieder mit einsteigen hier. Und damit wir uns das zusammen dann weiter anschauen können. Ne? Denn was hat sich nach der letzten Episode ergeben gehabt, Genossen? Bei der Überprüfung hier unserer Bürger in Eisenhüttenstadt war mir doch glatt aufgefallen, dass viele davon kein Essen bekommen konnten. Warum konnten sie kein Essen bekommen, Genossen? Ich denke, dass einfach der Weg hier nach, die holen das ja aus Kolditz ab, ne? Die holen das ganz hier hinten aus Kolditz ab, Genossen. Das ist das ist ziemlich weit weg. Und da dachte ich, das war zu weit. Und da hatte ich mir überlegt, ja, du könntest doch auch hier das Essen mit dem Schiff herfahren lassen, ne? Genossen, und um das zu ermöglichen, da haben wir dieses Hafengebäude hier gebaut. Das ist der mittlere Frachthafen. Das ist eigentlich auch schon die kleine Version? Schauen wir nochmal schnell nach hier. Harbor, Frachthafen Mittel, Frachthafen Klein. Ah ne, das wäre der kleine gewesen hier, genau. Aber ich wollte gern, dass das hier so übereinstimmt mit den schon bestehenden Gebäuden. Genau, das war die Motivation dahinter, die mittlere Variante zu wählen. Ja, die haben wir hier fertiggestellt, Genossen. Die hat hier noch ein Warenhaus mit dran. Und das schon, das berühmte Baudenkmal, was schon länger diese Serie Verfolgenden kennen, hier aus dem Hafen von Strausberg. Das habe ich hier auch nochmal mit reingesetzt, Genossen. Und das Ganze ist verbunden, seht ihr hier, über eine Straßenladestation, ne? Das heißt, das alles hier ist nur für das Management oder besser gesagt das Aufbewahren des Essens da. Ne? Und hier können dann unsere LKWs von den Distributionsbüros das Essen auch abholen. Genau, wir schauen mal nach, wie gut das gefüllt ist. Das sind jeweils 325 Tonnen. Ja, ja. Und ihr seht es, also 500 Tonnen haben wir hier im Hafen auf Vorrat. Ja, und das ist herrlich, Genossen. Man muss aber aufpassen, denn ich sagte Schiffsverkehr. Genau, wir fahren es ja jetzt mit dem Schiff her. Ihr seht auch schon, hier sind eine ganze Menge von den Hopperbooten unterwegs. Ja. Und ich schaue gerade mal nach den... Hier, das sind sie, Genossen. Das sind zwei von den Binnenschiffen, die mit 85 Tonnen essen. Ne? War das so? 85 Tonnen können die mitnehmen? Ich sehe es jetzt gerade nicht, Genossen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen und hier steht es auch. Genau, 85 Tonnen Essen können sie mitnehmen. Ja. Fahren aber auch nur 5 Knoten. Also das sind ziemlich langsame Dinger, Genossen. Ne? Der Hopper dagegen hier für den Kohletransport, die sind glaube ich mit 13, 14 Knoten unterwegs.
Also das mehr als das Doppelte, ne? Lass mal schauen, hier ist ein Hopper, man sieht es ja so schon, dass die schneller sind. 14 Knoten, ja. Genau. Und da die so langsam sind, reichen eben auch zwei davon nicht aus. Na, deswegen haben wir dann noch ein Pärchen von. Insgesamt sind von den kleinen, diesen Binnenschiffen, wie soll man das nennen, hier, 4 Stück unterwegs. Und ihr seht, na, hier sehen wir schon mal 3, ne? Er fährt auch Essen. Ach, da waren noch welche fertig geworden. Ja, dann sind schon 6 unterwegs, Genossen. Aber selbst das reicht nicht. Die sind so langsam. Die sind unendlich langsam, Genossen. Ja, das hatte ich vergessen. 4 reicht da auch nicht. Und jetzt sind wir hier schon bei 6. Ja. Nur, wenn das Essen im Schiff unterwegs ist, dann wird es auch nicht schlecht. Also das schadet nichts. Ne? Von daher. Die Herausforderung des Winters zeigt aber auch, dass wir uns jetzt ganz stark dem Problem der Pflanzenerzeugung widmen müssen, Genossen. Ja, denn das liegt hier noch hinter der Transport der Nahrungsmittel. Ne? Und hier, Genossen, hier schaut es euch an. Das ist die kleine Version des Ladehafens. Also hier laden wir in Colditz quasi das Essen ein. Und da hat auch nochmal dieser schöne Turm hier Verwendung gefunden. Und ihr seht es, der ist auch gut gefüllt. Und die LKWs holen die Nahrung halt direkt hier in der Straßenladestation ab, die wiederum an das Lager angeschlossen ist, welches an der Lebensmittelfabrik hängt, Genossen. Ne? Schauen wir mal, wie ist denn der Stand der Dinge hier? 170 Tonnen ungefähr. Naja, jedes Mal, wenn die beiden Binnenschiffe da kommen, sind ja auch direkt erstmal 170 Tonnen weg. Ne? Muss man auch mal sehen. Deswegen, also das ist nicht ohne, Genossen. Und das wird auch noch eine Herausforderung, die Pflanzenproduktion hier ans Laufen zu bringen. Denn was nützt es uns, wenn wir hier großartige Industrienationen werden, Genossen? Nein, wir müssen auch unser eigenes Essen erzeugen können. Ne? Ja. Genau, deswegen gab es zusätzlich zu den Kohle- und Kiestransporten jetzt auch noch die Erweiterung der Lebensmitteltransporte. Ne? Ja. Bei den Kohletransporten muss ich sagen, dass ich die kleinen Hopperschiffe mit den 1000 Tonnen Volumen oder 1000 Tonnen, wie nennt man das, Ladevolumen, ne? Dass die sich sehr gut bewährt haben. Und dennoch, auch davon braucht man eine ganze Menge, Genossen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es insgesamt sind, aber hier sehen wir schon mal 3 sind unterwegs, hier ist ein 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das sind bestimmt jetzt schon 12, 13, 14. Irgendwie sowas, Genossen. Und die Linien, die jetzt laufen, die habe ich allerdings auch noch angelegt ohne die Waypoints. Hier, Waypoints, genau. Schaut mal. Man könnte nämlich sagen, für das einzelne Schiff, hier ist jetzt nur Start- und Endpunkt angegeben. Ich könnte jetzt aber auch noch sagen, hier platziere einen Wegpunkt zwischendrin. Na, den platziere ich jetzt einfach mal hier des Show-Effektes willen und hoffe, dass das geht. Genau, jetzt haben wir hier einen Wegpunkt platziert. Das heißt, das Schiff soll einen Strausbergladen hier hinfahren und dann hier erst in den Hafen fahren. Jetzt ist dieser Wegpunkt natürlich hier direkt vom Hafen, was wenig Sinn macht. Aber jetzt kann ich hier den Stopp auch zuweisen, ne? Genau, nehme ich neuen Stopp und klicke den Wegpunkt an hier, Genossen. Dann haben wir jetzt gesagt, Hafen, Wegpunkt, Hafen. So. Nur derzeit machen die Schiffe noch überhaupt keine Probleme, im Sinne von, dass sie sich stauen oder die Route nicht finden oder was auch immer. Deswegen habe ich das mit den Wegpunkten erstmal noch weggelassen. Ja? Das werden wir erst machen, wenn es denn wirklich soweit ist oder wenn es notwendig ist, besser gesagt. Wenn es soweit ist, ist, wenn es notwendig ist. Und den Wegpunkt haben wir hier auch wieder abgerissen. Ja, sehr gut. Genau, also die Linien ohne Wegpunkte. Und erstaunlich ist, dass die Kohleproduktion hier doch ganz elastisch mitläuft, Genossen. Also da war ich ja skeptisch, ob die
die Strausberger das denn schaffen, genug Kohle zu produzieren, damit die Eisenproduktion in Eisenhüttenstadt gut läuft. Weil das Stahlwerk maximal knapp 400 Tonnen, 375 Tonnen am Tag Verbrauch hat an Kohle. Ne? Jetzt ist die Arbeiterversorgung zugegebenermaßen auch nicht so perfekt, als dass diese 375 Tonnen auch abgerufen werden. Nur das wird ja langsam besser. Das wird ja nicht schlechter genossen, das wird ja besser. Hier seht ihr auch schon wieder, sind zwei Kohlefrachter am Laden. Und auch die Ladegeschwindigkeit, das ist auch ganz in Ordnung. Hier, schaut euch das an. 565, 70, ja. Also das geht eigentlich ganz fluffig, da kann man nicht meckern. Dennoch, ich denke, es war richtig, von vornherein hier zwei von den Ladeterminals zu errichten, Genossen. Das ist kapazitätsbedingt, was wir da transportieren müssen, notwendig. Ja, also jetzt sieht es zwar nicht so aus, weil hier kein Stau ist gerade. Der Stau ist ja Gott sei Dank auch durch unsere Überkapazität im Transportwesen hier vorm Abladen. Ne? Nur jetzt gerade im Winter wird der Kohleverbrauch natürlich auch noch weiter ansteigen. Und ja, da ist gut, dass hier immer ein paar Schiffe liegen, die Kohle hier geladen haben. Denn hier brauchen wir sie, Genossen. Ne? Hier brauchen wir sie. Was hat sich sonst hier im Hafen getan? Kleine Umbaumaßnahme hatte ich nämlich vorgenommen. Und zwar ging es mir darum, dass... worum ging es mir denn hier? Das ging um die beiden Speicher, Genossen. Und der eine... Genau. Dass dieses Ladeterminal hier zum Entladen, das rechte, ne? Dieses hier... Das war halt nur an diesen Speicher angeschlossen, an diesen Kohlespeicher, also an diesen Kies und an diesen Kohlespeicher, konnte aber nicht diesen Kohlespeicher laden, Genossen. Aufgrund der Reihenfolge, wie die Kohle aber aus dem Hafen abtransportiert war, wurde dieser Kohlespeicher hier zuerst geleert, so dass ich das so umgebaut habe, dass dieser Hafen jetzt... Also dieses Ladeterminal gleichzeitig diesen Speicher speist und diesen mit Kohle und hier gleichzeitig auch noch Kies entladen kann. Genau, Genossen, das sind die Bauarbeiten hier gewesen und das Ganze wurde ja hier dann auch noch ergänzt durch, ja, durch die Anlage der Lebensmittellogistik und das alles ohne Gabelstapler, ja, das ist alles direkt verbunden. Ja, das mit den Gabelstaplern, das muss hier nicht sein, finde ich. Ja, wenn sich das vermeiden lässt. Ja. Genau, sonst gibt es hier im Hafen eigentlich nichts Neues zu berichten. Ne? Naja, hier ein bisschen Terraforming wurde noch betrieben, die Ecke. Geplant habe ich hier halt eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eine Containerterminal. Das wäre, aber das ist perspektivisch noch so lange vorauslegend, ja. Dass es eigentlich noch nicht spruchreif ist. Deswegen, die Flächen sind da. Und in Überlegung ist Folgendes, Genossen. Derzeit ist unser größter Posten hier von den Kosten her. Wir schauen mal beim Import aus dem sowjetischen Block. Ne? Import, genau. Was ist der größte Posten, Genossen? Der größte Posten ist doch hier Treibstoff. Das ist doch eindeutig, ne? Denn Pflanzen ist nur ergänzend zum, ja, zum eigenen Verbrauch. Dann der Treibstoff natürlich, 317.000 Rubel. Kleidung, ja, können wir auch nicht selber herstellen. Holz als Ergänzung für das Heizkraftwerk in Kolditz. Das ist so eine, ja, so eine Notfallmaßnahme. Das heißt, wenn der Speicherstand unter einen gewissen Pegel fällt, dann wird auch Holz importiert. Was auch ziemlich teuer ist, muss man auch mal sagen. Also lohnen tut sich das nicht, ne? Weiterempfehlen kann man das nicht. Aber ja, nur ist auch die Grenze in Frankfurt-Oder, also die Grenzübergangsstelle, dieses Zollhaus, das ist so überbelastet, Genossen. Also viel mehr geht da auch nicht, ne? Da stauen sich teilweise auch dann die LKWs schon und warten, abgearbeitet zu werden. Ja, das ist also auch wie in der Realität. Und ihr seht hier gerade, ist wieder der Treibstoff... für weitere 100.000 Rubel Treibstoff importiert worden.
Ja. 31. Dezember 76, Genossen. Ende des Jahres. Komm, ich gehe mal schnell auf Pause, oder? Genau, wir gehen mal auf Pause und schauen uns mal die Bevölkerungsstatistik an. Denn, Genossen, ihr seht es hier, 15.800, da haben wir wieder ordentlich Leute verloren. Todesfälle. Dieses Jahr Todesfälle. Oh ja, das ging jetzt aber richtig nach oben gerade, ne? Das ging aber richtig nach oben. Das ging mal eben auf über 2000 Leute, Genossen. Ja. Nur wo? Wo denn, bitteschön? Haben wir hier irgendwo ein Problem, was ich, weil ich hier rumhänge, nicht gesehen habe? Kommen wir mal schauen. Ja, ihr seht schon hier unser Kohlekraftwerk, das qualmt hier allerfröhlichst vor sich hin. Und in Eigenregie haben wir hier ebenfalls zwei 18 Megawatt Leitungen errichtet, die einmal hier zum Klassenfeind in den Westen laufen, Genossen. Ja, nach Hof, also nach Westdeutschland, mit anderen Worten. Und hier nach Cottbus. Also Cottbus heißt die Station, das ist ja dann mehr oder weniger Polen, Tschechei. Genau. Und ja, ist auf 100% Export eingestellt, denn wir hatten ja gesagt, hier das Kohlekraftwerk, ja, das schafft ja unglaubliche Mengen von Energie zu erzeugen. Ne? Das ist das Vierfache des normalen Kohlekraftwerkes. Und insgesamt bis hier 90 Megawatt, Genossen. Ne? Trotzdem, jetzt ist es auch schon beinahe halb ausgelastet, also das läuft ganz gut. Und ja, der Klassenfeind, der kauft halt hier seine Energie bei uns ein. Ne? Der will selber keine Kohlekraftwerke mehr im Lande haben, Genossen. Der sagt sich, nein, das ist zu schmutzig. Und kauft sich das hier hinter den Bergen ein, von uns. Ja. Genossen, so sieht das nämlich aus. Und die Abgase, sag mal, wenn wir hier richtig schauen, die gehen doch hier in die Richtung, ne? Die ziehen doch hier lang, zack. Das heißt, die seht ihr auch, Genossen, die sind so auch beim Klassenfeind mit drüben, das heißt, die kriegen sie auch noch frei Haus geliefert. Ja, wir verbrennen nur unsere Kohle und behalten deren Geld, Genossen. Und das bisschen Asche, das kippen wir zur Seite und die im Westen, die kriegen unseren Strom und unsere Abgase. Das ist doch herrlich, oder, Genossen? Das ist doch allerherrlichst. Ja. Und deswegen werden wir ja auch siegen, Genossen. Ne? Das ist ja so vorgesehen. Ja. So, das ist die Stromexport-Neuorganisation hier. Und ihr seht es auch, es hat sich schon richtig gelohnt. Denn seit wann läuft das eigentlich hier, Genossen? Seit wann? Jetzt wollte ich schauen hier bei der Wirtschaft. Exporte. Export von Ressourcen in den Westen. Strom. Genau, dieses Jahr. Na, dieses Jahr ist 3. Januar, letztes Jahr. Ja, schon das ganze letzte Jahr durch. Also im letzten Jahr haben wir für 1,2 Millionen exportiert. Und ihr seht es auch hier schön, die zuverlässige Sinuskurve da, oder Sinus nicht, das ist ja eine, aber die Kurve halt, ne, Genossen, ihr seht die Kurve da, und ist wie der Herzschlag unserer Volkswirtschaft, der sich da abbildet, ja. Also läuft länger als ein Jahr, das heißt, pro Jahr können wir hier Exporterlöse von, naja, 1,25 Millionen Dollar erwarten, und das ist auch gut so, Genossen, denn ab und zu werden wir mal was am besten einkaufen wollen. Ja, und da brauchen wir Devisen für, ne? Da brauchen wir harte Dollaris, Genossen. Ja, herrlich. Die qualmen aber auch hier allerheftigst vor sich hin, Genossen. Was haben sonst unsere Bautrupps hier errichtet? Ihr seht es schon, hier sind neue Konstruktionsbüros angelegt worden, gleich 3 Stück. Hier auch mit einer Tankstelle. Die ist auch fertig jetzt, Genossen. Die ist fertig, das ist gut, denn können wir nämlich ja, dann weise ich die mal eben zu, ja? Damit die hier mit Treibstoff versorgt wird und mit Strom. Das müssen wir auch noch sagen, Genossen. Da holen wir uns einmal hier unser Distributionsoffice für die Tankstellen mit den Minol-Fahrzeugen. Und dann weisen wir das Gebäude hier mit zu als neue Connection. Hier hinten, Genossen. Hier hinten. Ich war ja bei der Tankstelle, die er schon hat. Hier muss er hin. Ganz genau. Okay.
30%? Ein bisschen mehr, ne? Also das ist mir zu wenig hier. 80 sollen es schon sein. Genau, hier wird geladen. Das hatte ich euch beim letzten Mal gezeigt. Die Ladestation neben der Kolditzer Burg. Ja, na gut. Also das haben wir zugewiesen, Genossen. Und was hat er noch zu reklamieren gehabt? Das war die fehlende Stromversorgung. Ne? Das heißt, hier muss eine Stromversorgung hinkommen. Ja. Was ein bisschen schade ist. Eigentlich dachte ich, dass das Kraftwerk hier ausreicht. Also von, dass es nah genug dran sei. Aber das ist ja wohl nicht der Fall. Wo setzen wir das denn mal hin? Hier, ne? Vielleicht hier in diesen Zippel mit rein, Genossen. Ja, das können wir machen, oder? Ja, das können wir machen, Astra, komm, mach. Na gut, dann setzen wir das hier mit rein. Und das Kabel ziehen wir dann direkt vom Kraftwerk dahin. Das heißt, wenn es direkt vom Kraftwerk kommt, dann können wir auch auf jeden Fall hier die starke Mittelspannungsleitung nehmen, in Hinblick auf spätere Wiederverwendbarkeit, ne? Also wer weiß, was hier alles noch dazukommt zu diesem Stromtransformator. Aber ich sehe ja hier mit Enttäuschung, dass nur noch eine Mittelspannungsleitung frei ist, Genossen. Naja, da ist das nicht anders. Dann lass uns mal hier schnell das Kabel bauen. Eigentlich sollte die Folge sich ja ausschließlich um den Schiffsverkehr drehen, Genossen. Aber ihr seht es schon, irgendwas gibt es ja immer zu tun, ne? Hier war doch gerade möglich, ja. Okay. Können wir hier noch langlaufen? Ja. Hier, okay. Dann hier rüber. Und dann da rein, ne? Ja. Genau, und weil das ja das Mod-Gebäude ist, was er nicht bauen will, da finanzieren wir das mit Rubeln. Genau. So, und damit der Spaß hier auch vorangeht, baue ich auch diese Substation schnell mal. Okay. Damit die Tankstelle hier gefüllt werden kann, Genossen, ne? Dann hat die jetzt auch Strom, so. Ja, das ist deutlich. Strom hat sie, sehr gut. Also, der Plan ist nämlich, Genossen, hier das Gebiet für die Konstruktionsbüros zu errichten. Ich gehe mal ein bisschen auf schnelleren Ablauf. Also hier die Konstruktionsbüros zu errichten, damit wir uns denn hier in diese Richtung weiter ausbreiten können, Genossen. Ne? Denn die Konstruktionsbüros, die hier sind, die habe ich auch schon teilweise wieder abgerissen. Ne? Die sind schon hier der Modernisierung zum Opfer gefallen, Genossen. Denn ihr seht es, hier auch auf dieser Seite von Eisenhüttenstadt sind neue Wohngebäude hinzugekommen. Hier, ich glaube, die beiden in der Mitte, die kennt ihr noch nicht. Genau, aber hier stand vorher, was stand denn hier vorher? Was habe ich denn hier abgerissen? War hier was, Genossen? War hier ein sinnloser Kindergarten? Genau, da war der sinnlose Kindergarten, neben dem anderen Kindergarten. Der kam weg. Und diese Ecke hier hinten ist auch komplett neu. Ja? Also das Ziel hier war, genug Arbeiter anzusiedeln, damit die Eisenversorgung gesichert ist, Genossen. Denn hier bei der Mine, da waren mir doch ein bisschen zu wenig Leute. Aber hier mit der halben Besetzung, ja, knapp halbe Besetzung, die wir jetzt fahren, das ist völlig ausreichend für unseren derzeitigen Verbrauch hier im Stahlwerk. Das können wir uns ja mal angucken, Genossen. Ja, jetzt will die Maus nicht. Jetzt, okay. Ihr seht es, hier sind nur, naja, ein Zehntel ungefähr der Besatzung. Das heißt, dass wir derzeit auch nur 40 Tonnen Kohle am Tag verbrauchen. Ne? Von daher, es mag so erscheinen, als ob die Anzahl der Hopperschiffe, die auf Rede liegen hier, als ob das ein bisschen übertrieben sei, Genossen. Aber wenn es uns mal gelingt, hier das Stahlwerk voll in Betrieb zu nehmen, dann wird hier eins nach dem anderen ausgeleert werden. Ne? Von daher, Genossen, das ist quasi schon mit in der Planung drin hier von den Kapazitäten her. Und jetzt werde ich mal direkt am Mikro ein bisschen leiser machen. Sehr gut. Ja, also sollte das gut sein. Und für euch sollte sich gar nichts verändert haben, eigentlich. Nee.
Ich habe ja direkt am Mikro. Ja, das ist nur meine Ausgabe. Das sind meine Kopfhörer jetzt, die ein bisschen leiser geworden sind. Okay. Ja, Genossen, ihr seht es hier. Die Eisenverarbeitung läuft. Die Förderbänder, auf kleiner Flamme sozusagen. Ne? Eisenverarbeitung läuft auf kleiner Flamme. Hier wird sie zwischengespeichert und unser Stahlwerk ist gut versorgt. Genau, hier hatte ich auch nichts mehr hinzugebaut. Doch, Genossen, genau, hier der Winterdienst hier, der Straßendienst kam weg. Hier hatte ich doch so ein großes technisches Servicebüro errichtet. Das kam weg, Genossen. Und an diese Stelle kam hier die Eisenbahnlinie, die jetzt nicht sonderlich schön ist. Ich sehe das auch so. Wieso ist eigentlich hier die Linie noch unterbrochen? Hätte ich die nicht mal wieder anschalten müssen, Genossen? Ja, ne? Die hätte ich mal wieder anschalten müssen. Ah, die war noch von der Eisenbahn unterbrochen. Ja, seht ihr mal, hier Schlamperei am Bau. Fuscherei. Also, machen wir jetzt direkt hier wieder gut das Ganze. Zack. Okay. So. Okay. Erklärt das vielleicht auch hier die ungewöhnlich hohe Sterbezahl, Genossen? Denn im letzten Winter, kommen wir da noch hin? Letztes Jahr Todesfälle. Da seht ihr, da war im Winter, also wir kamen aus dem Winter, ja klar, mit ein bisschen höheren Zahlen, aber nicht zu vergleichen mit dem, was hier gerade passiert ist, ne? Feuer zerstört ein Gebäude. Nein, was ist denn hier passiert? Genossen, was ist denn hier passiert? Kolditz wohnen. Oh no. Wieso kommt denn da die Feuerwehr nicht hin? Das ist ja quasi hier ein Nachbar von mir. Oh no. Genossen, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Sind hier auch Bürger ums Leben gekommen? Kolditz, Gesamtschaden. 4 Tote, Genossen. 2 Fahrzeuge? Jo. 2 Fahrzeuge und 4 Bürger? Okay. Na, das ist brutal, ne? Oh, Genossen, das ist ein harter Schlag. Da müssen wir hier, Befehl zum Wiederaufbau geben. Das heißt, ich reiß nochmal dieses kleine Stück Gehweg ab hier. Und wir setzen hier dasselbe Haus nochmal hin. In der Hoffnung, dass es halt nicht gleich wieder abbrennt. Das hier bei den Mods ganz hinten, glaube ich, das war dieses Gebäude, was hier stand. Ja. Und jetzt passt es hier nicht mehr hin, oder? Na, jetzt passt es hier nicht mehr hin, Genossen. Ja, weil vielleicht die Leitung, die kam ja später. Na klar. Aber jetzt die Leitung nochmal abreißen, da kommt hier kein Haus mehr hin, Genossen. Da gibt es hier nur das Denkmal zur Erinnerung. Und gut ist. So machen wir das. Also, 4 Opfer hat diese Katastrophe gekostet. Und daran wird hier erinnert. Gut, Genossen, nachdem wir das Problem hier abschließend geklärt haben, können wir ja wieder zurückfliegen hier. Na, es schneit aber auch allerheftigst. Also, hat hier jemand Probleme mit Treibstoffversorgung? Das sieht so aus, ne? Ja, okay, ist alle. Ja, haben wir nicht hier Treibstoff? Nein, haben wir nicht. Wieso haben wir denn keinen Treibstoff, Genossen? Feuer zerstört ein Gebäude. Was geht denn hier ab? Klein Kuwait, eine Ölplattform? Okay, wo sind wir hier jetzt? Hier, ne? Ja, im Winter, Genossen, ne? Der schafft es
schafft es die Feuerwehr nicht über die verschneiten Straßen. Naja. Also müssen wir hier eine neue Ölplattform in Auftrag geben. Und das machen wir jetzt auch, Genossen. Plattform. Ja, ist es natürlich nicht Plattform. Sondern, ja, wir können auch hier das normale Standard Standardgebäude nehmen. Die normale Pumpe meine ich mit Standardgebäude. Genossen. Schauen wir uns mal um, wo war denn das hier? Wo ist denn hier noch ungefördertes Öl? Ja, hier sieht doch eigentlich alles ganz gut. Hier hinten könnte man weitermachen, aber mir ging es ja jetzt um den Ersatz des eben abgebrannten Gebäudes. Wo ist denn das jetzt hier? Ah, okay, es war noch nicht ganz abgebrannt, deswegen, oder noch nicht ganz abgerissen. Das heißt, hier irgendwo in die Mitte müsste unsere neue Plattform rein. Ja, dann hier mal hin, ne, Genossen? Hier stand die alte auch, das passt schon. Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob sich das verbindet hier automatisch, wegen des Infofeldes. Das ist immer ein bisschen nervig, dieses Infofeld. Aber gut, so ist das in Ordnung. Und da setzen wir auch wieder noch ein Stück Pipeline mit ran, damit die Pumpe das auch abführen kann. Ne? So, so ist das okay, Genossen. Und dann sollte das hier seinen sozialistischen Gang gehen. Ja, Kolditz fühlt sich dafür gerade eben noch zuständig. Naja, gut, gut. Also, um dieses Problem haben wir uns gekümmert hier. Sehr gut. Um das andere haben wir uns auch gekümmert. Die haben das Denkmal bekommen. Und wir waren dabei, hier uns im Hafen, glaube ich, umzuschauen. Ne? Da war ich doch hier am Erzählen, Genossen. Genau. Ja. Jetzt haben sie alle keinen Sprit mehr. Ist denn hier das Fass leer? Das Fass ist doch voll, Genossen. Was ist denn hier unser Problem? Ah, auch hier hatte ich, ja, im Rahmen der Umbauarbeiten, ganz genau, Genossen, hatte ich hier diese Pumpe gesetzt. Ja, super, nur die ist nicht angeschlossen, das heißt, die hat keine Zuleitung. Und deswegen, liebe Genossen, stehen unsere Schiffe alle still. Das ist gar nicht gut, da heißt es einschreiten. Und versuchen hier schnellstmöglich eine Pipeline-Verbindung herzustellen. Ja, was aber auch nicht so einfach ist. Hier bei dem Gewirrwarr. Ich glaube, hier lang wäre vielleicht beinahe schon besser. Wollen wir mal gucken. Hier irgendwie. Ich probiere mal was aus, Genossen. Hier. Durch diese Straßenüberquerung kommen wir ja nicht durch. Das Thema, das hatten wir ja schon mal. Ja, man könnte ja theoretisch hier lang, ne? Das ist jetzt so ein bisschen mein Ziel, Genossen. Das heißt, hier irgendwie so. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja. Ja, na gut aussehen ist hier echt relativ, das gebe ich zu. Okay. Ja, hier wird es wahrscheinlich problematisch werden dann, ne? Könnten wir hier ein bisschen höher vielleicht? Nee, ne? Auch nicht. Nein, 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 Astral. Wie kommen wir hier durch, Genossen? Wie kommen wir hier durch? Gar nicht, ne? Gar nicht. Gar nicht ist so, gar nicht ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Wo ein Wille ist, da ist doch auch ein Weg, oder? Sind wir hier zu hoch jetzt? Wieso komme ich hier nicht durch, Genossen? Das sieht doch passig aus. Also. Für mich
mich sieht das gut aus, als ob man hier durchkäme. Ha, Genossen, habe ich da aber gerade was grün blinken sehen? Ja, ne? Irgendwo hier gibt's eine Möglichkeit. Irgendwo hier. Da, da war sie. Da war sie. Oh, komm, komm, komm. Das ist spannend, sowas, Genossen. Das ist ja für niemanden wahrscheinlich, außer mich, ne? Traurig, aber wahr. Los, komm. Ja, Genossen. Hier ist es grün. Wir sehen's. Und reicht es um? Ja, haha. Es reicht. Beharrlichkeit zahlt sich hier in dem Fall immer wieder aus. Und der nächste Schritt wäre dann, ja, ganz kommen wir leider nicht um die Ecke hier. Da kommen wir nicht um die Ecke. Das heißt, wir müssten hier noch ein Stückchen geradeaus laufen. Komm, ich gehe mal ein bisschen mehr in die Vogelperspektive, damit wir da einen besseren Überblick haben. So. Naja, dann ziehen wir das so ein bisschen noch lang, ne? Oder hier mit der Biegung ein bisschen mehr. Nee, schade. Schade, aber es ist nicht anders. Komm mal her, dann lassen wir das so jetzt, ja. So. Und das Stückchen hier, das können wir wieder abreißen. Das können wir abreißen. Ja, komplett weg. Genau, komplett fort. Denn hier ist ja riesengroß wie ein Scheunentor, kommen wir da rein, Genossen. Ja, naja, wäre zu schön gewesen. zu schön gewesen, aber gar kein Problem. Schauen wir hier, dann gehen wir hier hin. Ja. Gar kein Problem, sage ich. Aber das wird auch nichts. Okay. Na, dann mal so. Dann mal so, Genossen. Ja. Hey, dann ist die Verbindung doch wiederhergestellt, oder? Ja. Und alle drei Häfen liegen auch mit dran. Ja, das musste ich abreißen, Genossen. Das war im Rahmen der hier erforderlichen Umbaumaßnahmen. Hatte ich das da abgerissen? Okay. Upp, jetzt habe ich natürlich nicht... Komm, das kaufen wir jetzt. Das muss hier weitergehen. Konstruktion mit Rubeln finanzieren. Das ist auch so eine Ausnahme, kann ich mich drauf berufen, weil das einfach zuvor ja schon existierte und bestand und nur durch meine Eingriffe hier mit abgerissen worden ist. Und wenn es jetzt gut ist, dann werden hier die Schiffe getankt. Ah, die sind schon voll alle jetzt. Ja, die sind alle schon voll getankt, genau. Das heißt, die... Interessant auch, Genossen, dass die ja erst anfangen zu entladen, wenn sie getankt haben, ne? Das ist eine interessante Tatsache. Das heißt, wenn die hungrig ankommen an so einen Hafen und dort nicht nur entladen, sondern auch tanken wollen, dann wird erst getankt, Genossen, und dann wird entladen oder beladen. Ja. Na, und hier seht ihr jetzt, wie unser Essen geliefert wird, Genossen. Ja, 85, 84 Tonnen Essen hat er dabei. Sehr gut. Ja. Ja, das kleine Heizkraftwerk läuft hier auch gut vor sich her, Genossen. Ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, hier die erforderlichen Reparaturarbeiten durchgeführt. Und ein weiterer Verbleib ist jetzt hier erstmal nicht erforderlich, ne? Nee. Ja, ihr seht es jetzt hier, ne? Beide Schüttgutentladehäfen laufen hier zusammen in dieser Straßenüberbrückungsstation. Einer kommt hier ran, einer kommt hier ran. Und von hier aus haben sie auch beide die Möglichkeit, sowohl in das eine als auch in das andere Lager zu entladen. Und diese Lager wiederum, die laufen auch hier wieder zentral an einem Verteiler zusammen. Ja? Das ist quasi so, ja, wie kann man sagen, das ist eine Förderband-ingenieurtechnische Meisterleistung hier. Ja? Von unseren Genossen, ja, die Genossen Hafeningenieure waren das, ne? Die hier am Werk waren. Ich schaue gerade noch, ob es hier noch was Neues gibt zu berichten, Genossen. Ihr seht hier, der Wohnungsbau läuft, ne? Das haben wir alles hier schön selber errichtet. Und ja, diese Ecke kann auch nochmal ein bisschen aufgehübscht werden. Was ist denn hier los? EHS Erzhütten, Small Cableway Station. Das Feuer hat die Struktur geschwächt. Das ist nichts weiter als ganz genau.
Och Genossen, was ist denn hier los? Das ist ja der Horror Winter 77 hier uns, also 76, 77, brennt ja hier alles die Hütte ab. Also, dann müssen wir hier einen neuen Auftrag erteilen, dass das wieder aufgebaut wird. Ist jetzt schade, aber nicht so super dramatisch, weil unsere Eisenvorräte hier, das ist nicht systemrelevant erstmal. Jedenfalls super kurzfristig nicht. Natürlich mittelfristig, ja. Aber kurzfristig nicht, Genossen. Das heißt, hier kommt wieder eine kleine Station hin. Und das kann ja auch nicht ewig dauern, bis die mal hier aufgebaut ist. Aber das ist noch so rotmäßig irgendwie, ne? Ah, hier ist grün, Genossen. Hier ist grün, hier können wir aber noch nicht bauen. Ah. Ja, geht nur das eine oder das andere, sagt er, ne? Das Gebäude und die Verbindung gleichzeitig, die will er nicht, oder? Egal, dann sollen sie erstmal das Gebäude bauen jetzt hier. Dann sollen sie erstmal das Gebäude bauen, Genossen. Und ich muss mal hier über die Feuerwehr überprüfen, was ist denn da los? Weil wir haben doch hier zwei Feuerwehren. Wir haben eine Feuerwehr beim Stahlwerk, das ist diese hier. Seht ihr, Genossen, ne? 5 Autos, 10 Mann. Naja, 10 Mann ist nicht so viel, aber immerhin. Und wir haben noch eine Feuerwehr hier am Ortseingang von Eisenhüttenstadt, diese hier. Ja? Und die ist richtig groß, Genossen. Ja. Sozusagen ja auch unsere Hauptfeuerwehr. Die stand ja hier auch mit als einer der ersten Gebäude. Ja, mit als war es das erste Gebäude überhaupt? Ich glaube, die Tankstelle gab es vorher noch, aber sonst war da nicht viel. Ne. Naja, jetzt brennt uns hier langsam ein Gebäude nach dem anderen ab. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich will mal schauen, ob unsere Konstruktionsbüros das hier denn auf dem Schirm haben. Ja. Das heißt, hier können wir auch die gute Hoffnung haben, dass hier was passiert, Genossen, und dass das wiederhergestellt wird. Und wenn wir schon dabei sind, oder wo ich jetzt besser gesagt schon dabei bin, da muss auch diese Verbindung hier wiederhergestellt werden. Denn das bringt ja auch nichts, wenn nachher die Station nur steht. Also müssen wir den mal abreißen, Genossen. Und hier setzen wir einen neuen Heavy Cable Ray Pole hin. Genau. Ja, jetzt verbindet er beide Seiten hier, ne? Kann man die nur höher machen? Ah ja. Aber brauchen wir ja gar nicht, ne? Brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Hat er hier keine Verbindung hergestellt? Naja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, was hier gebaut wird, Genossen. Genau. Also, Reparaturarbeit hier am Eisenschacht ist beendet. Ich überlege gerade, ob es hier noch was Neues gibt, was ich euch noch berichten muss. Die Exportleitung gen Westen hatten wir besprochen. Die Eisenbahnstrecken hier hatten wir auch erwähnt. Ja, sonst ist hier, glaube ich, nicht viel passiert. Ne, hier nicht. Aber hier, Genossen, hier ging es fröhlich weiter. Denn der Wohnungsbau, ihr erinnertet, erinnert euch in der letzten Folge. Jetzt muss ich erstmal hier meine Trinkpause machen. So. Erinnert euch in der letzten Folge, da standen diese Gebäude hier, ne? Und diese sind jetzt noch dazugekommen. Ja, die haben wir noch mit errichtet. Hier ist eine Schule schon, die ist auch gut besucht, ne? Hier ist der Kindergarten. Ja, und die Kathedrale, Genossen, das ist diese arktische Kathedrale. Die hatte ich ja eigentlich drüben in Strausberg schon aufgestellt, habe sie aber wieder abgerissen, neben dem chinesischen Staatszirkus, denn das passt da einfach nicht. Also, hat mir nicht gefallen. War auch nicht fertig gebaut, war nur die Baustelle, die ich da abgerissen hatte. Und die bekommt jetzt hier eine neue Chance, Genossen. Hier auf
ja, auf dem Hochplateau sozusagen, ne? Ja, der Bauauftrag läuft und sonst, ja, wird fröhlich hier Eisenhüttenstadt erweitert, denn wir brauchen Arbeitskräfte ohne Ende, ne? Das ist klar. Eigentlich könnte auch der Straßenbau hier schon ein bisschen weitergehen, Genossen, oder nicht? Da kommt man ja immer nicht hinterher hier mit den Aufträgen beinahe. Also, dann kann ich auch schon mal hier noch ein Stück ausweisen. Hier, von der Seite kommt er ran, von der Seite kommt er auch ran. Sehr gut. Und das Stück können sie auch mitmachen. Ja. Und das hier ja auch, da kommen sie von oben ran. Genau. Okay, Genossen, das sieht auch gut aus. Ja. Das heißt, dann können wir hier wieder zurück, denn ich wollte euch ganz gerne hier noch Berlikum zeigen. Berlikum ist eine Gewächshausstadt, Genossen. Ja? Hier errichten wir gerade unter mördsmäßigem Aufwand. Die Dinger sind richtig teuer. Also die kosten, wenn du sie kaufst, kosten sie 700.000 Rubel. Und diese großen Gewächshäuser. Ne? Ich wollte mal sehen, wie viel Material hier verbaut werden muss. 319 Tonnen Stahl. Ja, ist auch eine ganze Menge, ne? Das ist auch eine ganze Menge. Das sind zusammen, das sind ja über 1200 Tonnen Stahl, mit anderen Worten, ne? Ja, puh, Junge, Junge, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Und das ist ja nur das, was wir hier noch brauchen. Sag mal, wie viel nimmt denn eigentlich so ein Gebäude? Ich zeige euch das mal. Bei den Mods ist das nämlich hier unter Fabrik mit einsortiert. Und da muss ich natürlich nur Fabrik finden. Das steht hier, Genossen. Und dann hoffe ich mal. Ist das hier? Greenhouse. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht, Genossen. Das ist das hier. Greenhouse. Genau. Das ist nochmal eine Nummer größer. Aber ich hatte mich dann auch für das hier entschieden, weil das normale, Genossen, schaut euch das an. Hier Produktion pro Tag, was hatten wir, 5,8 Tonnen Pflanzen, 165 Arbeiter. Ja? 165 Arbeiter, das ist eine ganze Menge. Hier dagegen Produktion pro Tag 11 Tonnen, also das Doppelte, plus minus, aber 225 Arbeiter. Ja? Also das sind gerade mal 60 Arbeiter mehr, aber die doppelte Produktion. Und das war das Argument, um hier die großen Gewächshäuser zu nehmen, Genossen. Ja. Ja, die bauen das hier alles schön auf. Also ich denke mal, das wird noch bis Mitte dieses Jahres dauern, bis das hier alles fertig ist. Ne? Ja. Haben sie hier schon die Waren, also die Rohstoffe da? Ne, ist auch noch. Brauchen noch eine ganze Menge, Genossen. Da geht halt auch unsere komplette Stahlproduktion für drauf derzeit, ne? Schauen wir mal, wie sieht es denn hier im Stahllager aus? Das ist hier. Ja, das ist schon ordentlich zusammengeschrumpft. Hier 50 Tonnen. Das waren schon 300 noch was Tonnen, Genossen. Ja? Naja. Naja, im Winter jetzt. Da ist. Es macht sich bemerkbar. Also, das ist deutlich. Die Verkehrssituation macht sich bemerkbar. Habt ihr gesehen in den abbrennenden Gebäuden und. Ja, trotzdem, ich bin immer wieder fasziniert hier von der Schönheit des Planetariums. Ne? Das, komm, nochmal schön anschauen hier. Herrlich. Ja, richtig nice, Genossen. Also Eisenhüttenstadt wird richtig gut.
Und ja, die Rauchwolken hier beim Kraftwerk, naja, wir laufen jetzt auf schneller Geschwindigkeit, auf normaler, selbst da ist es ein bisschen zu hektisch, ne, Genossen? Vielleicht ändert sich das auch noch, dass es mehr diese Art Rauch wird, wenn die Auslastung ein bisschen höher ist. Weil wir sind jetzt gerade mal auf der Hälfte, so, ne? Mal sehen, Genossen, mal sehen. So, Berlikum haben wir uns angeschaut. Das ist sehr gut. Oh, jetzt fängt es schon wieder an zu schneien. Oh Mann, Ende Februar, also Mitte Februar. Das reicht ja langsam mal für dieses Jahr, ne? Hier bei 4, 5 Grad. Eigentlich dürfte das nicht liegen bleiben, Genossen. Das müsste direkt wegtauen. Ja. Denn haben wir noch Zeit jetzt, Genossen, damit wir uns anschauen können, was hier in Strausberg passiert. Denn hier hatte ich ja gesagt, oh, hier steht die Kathedrale, also hier stand die Kathedrale. Und jetzt seht ihr schon, unsere Bautrupps haben in eifriger Arbeit hier ein neues Gebäude fertiggestellt. Gazeta, also das soll die Zeitung wohl sein, was aber ein Radio ist. Ne? Und ja, das dient hier dem Ausbau unseres Propaganda- und Informationsapparates, Genossen. Denn unser ja, öffentlich-republikweiter Rundfunk, ne, der für die Bürger kostenfrei hier ausgestrahlt wird, der soll nicht nur Kulturgenuss bieten, Genossen. Der soll natürlich unsere Propaganda transportieren. Der darf auch ein bisschen Bildung verbreiten. Sport, ach, Sport machen sie so schon genug. Bisschen gegen Religion ist immer gut. Und Propagierung von Alkohol. Gesoffen, hätte ich beinahe gesagt, wird bei uns auch so genug genossen. Ja, das brauchen wir nicht noch propagieren. Hier, von daher, bisschen Parteipropaganda, das würde ich mir wünschen. Ja. Und gut, dann haben wir das nämlich jetzt mal eingestellt hier. Und das ist ein cooles Gebäude, oder? Also mir gefällt das. Das ist so. So klotzig. Das ist ein richtiger Klotz. Ja. Ja. Und hier läuft auch noch weiterer Wohnungsbau, Genossen. Ihr seht hier, ja, das sind keine Wohnungen, das sind Garagen, die hier errichtet werden. Dann wird hier noch ein Ziegelblock errichtet. Die neue Bushaltestelle hier, das ist dasselbe Modell wie am Stern hier. Ne? Die haben wir hier schon fertiggestellt. Hier ist, was hatte ich hier eigentlich? Die Kneipe ist das, ne? Ja, genau, die Kneipe. Okay. Und hier, Genossen, hier ist ebenfalls noch weiterer Wohnungsbau. Ja? Diese drei Gebäude hier, dieses, dieses und dieses hier, das sind Wohnungen, jeweils mit 220 Leuten, glaube ich. Und hier ist ein Krankenhaus in Bau, sodass diese ganze Ecke denn hier auch ein Krankenhaus als Anlaufpunkt hat, Genossen. Denn wir haben ja wohl gelernt, dass die Genossen ihr Krankenhaus fußläufig erreichen müssen, damit ihnen da geholfen werden kann. Ne? Ja. Ja, Genossen. Denn es geht darum, hier weiteren Wohnraum zu schaffen, damit wir dieses Berlikumer, die Pflanzenproduktion hier, damit wir das gut an den Start kriegen, Genossen. Denn wenn die hier 220 Arbeiter brauchen, bei 4 von den Anlagen, können wir uns ausrechnen, sind schon mal 880 Leute. Ja. Im Bestfall, ja, das gebe ich ja auch zu, im besten Falle. Aber trotzdem sollten wir uns auf 1000 Leute einstellen, 1000 Arbeiter, die dahin transportiert werden müssen. Und die müssen wir irgendwo herholen, Genossen. Und ja, für diese Nahverkehrslösung, da dachte ich ja sogar schon dran, eventuell eine Eisenbahn zu errichten. Aber ja, so ganz schlüssig, also ganz schlüssig bin ich mir da auch noch nicht. Das ist noch im Fluss hier sozusagen, was hier passieren soll. Wenn ihr dazu Anregungen habt, wie wir dieses Gebiet hier mit 880 Arbeitern, mit 880 Arbeiter brauchen sie, wie wir die versorgen können, Genossen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wie ich mich ja überhaupt über eure Kommentare sehr freue. Ne? Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Denn ja, wirklich, also ich freue mich darüber jeden Einzelnen.
Ja, Genossen. Berlikum. Berlikum wird gebaut. Sehr gut. Und wir können nur hoffen, dass unsere Baustoffe halt dafür ausreichen. Denn das wage ich ja ein bisschen zu bezweifeln. Ja, es wird den Bau wohl verzögern, Genossen. Ne? Aber wir sind hier auf einem guten Wege. Ihr seht es hier, das läuft ganz gut. Und das Einzige, was mir hier Sorgen oder nicht Sorgen, was derzeit verbesserungsbedürftig ist, was ist denn hier los? Gar nichts ist hier los. Ich dachte, was macht hier ein LKW, der kein Minol-Laster ist? Aber na klar, Genossen. Das sind die Genossen vom Distributionsbüro für die Gabelstapler. Ja, für hier Forklift-Diesel. Und die fahren hier natürlich auch durch und holen den Treibstoff. Ja, also mit dem Treibstoff, Genossen, das ist der Punkt eigentlich, wo man ansetzen müsste. Ja. Nur zuvor will ich eigentlich unsere Pflanzenversorgung geregelt haben, damit wir hier nicht ewig lange Staus haben beim Pflanzenimport. Haben wir hier derzeit einen Stau. Ja, ist immer ein bisschen Stau jetzt an der Grenze, ne? Und ich habe schon viel versucht, da rauszunehmen. Also deswegen auch kein Nahrungsmittelimport hier, nix, ne? Hier Bäume habe ich gepflanzt, Genossen. Ihr seht es. Die Eisenbahnstrecke haben wir schon wieder mühsam freigemacht, aber hier rund um die Autobahn sieht das ja ganz gut aus, ne? Ja. Die Idee war nämlich, zwecks der besseren Pflanzenversorgung eventuell hier noch ein, zwei Bauernhöfe anzulegen und dann quasi diese Seite hier, ja, dieses ganze Gebiet hier mit Feldern zuzupflastern, ja, um wenigstens einen fairen Anteil von dem, was wir benötigen, hier selber zu erzeugen, Genossen. Eigentlich, ehrlich gesagt, möchte ich alle Pflanzen selber erzeugen, ja. Wir können uns hier nicht vom Ausland abhängig machen, ob die Nahrungsmittelproduktion für unsere Bürger gelingt oder nicht. Oh, und nach den schrecklichen Erfahrungen der letzten beiden, was brennt denn jetzt hier schon wieder, Genossen? Ja, direkt gegenüber der Feuerwehr. Hier ist die Ausfahrt der Feuerwehr, da kann man hinfahren. Sehr gut. So wünsche ich mir das. Und nicht wieder hier ein Gebäude verlieren. Ja, das war ein bisschen viel, Genossen, ne? Drei Gebäude in einer Episode. Das haben wir ja sonst noch nie. Also, wann überhaupt, glaube ich, die erste. Naja, ich glaube, so eine Ölpumpe war schon mal verloren gegangen. Eine Ölförderpumpe, genau, das war gleich in der zweiten Episode. War die denn abgebrannt oder konnten wir die retten? Ne, die war abgebrannt, ne? Die war richtig abgebrannt. Ja, ihr seht auch die hübschen kleinen Heizkraftwerke hier. Ja, sieht nice aus. Ach, Genossen, was mir auch aufgefallen war, hier bei dem, beim Leuchtturmwärterhäuschen, da konnte man es schön sehen. Hier sieht man es auch, ne? Der beheizt sich selber. Wie sie ja gesagt haben, diese ländlichen Gebäude brauchen keine Heizung. Die heizen sich selber, ja. Verursachen dafür aber ein bisschen Verschmutzung, was aber ein fairer Deal ist, ne? Er kann da ja verbrennen, was er gerade noch hat, ne? Treibholz oder was auch immer da am Hafen noch anfällt, Verpackungsmaterial. Ja, ja, Genossen, große Konfusion hier. Ihr seht es, wer darf jetzt einfahren in den freien Platz? Das knobeln sie gerade aus. Nur die können ja gerne auf dem Fluss rumstehen. Da stehen sie ja niemandem im Weg. Das gefällt mir besser als Eisenbahn hier oder LKW. Ne? Das ist herrlich eigentlich mit den Schiffen, Genossen. Ja, ist er jetzt schon am Entladen? Okay, er kann nicht entladen, weil das Lager voll ist, was sehr gut ist. Ne? Das ist einfach nur sehr gut. Ja. Okay, das heißt, hier bauen wir auch unsere Nahrungsmittelvorräte auf. Ja, die anderen Schiffe werden halt auch, die werden so lange hier laden, bis sie da alle auf Rede liegen und warten, entladen zu werden, Genossen. Ja. Ah ja, was ihr hier noch seht, das hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Nee, hatte ich nicht. Weil hier hatte ich eine kleine Apfelfarm angelegt, Genossen. Ja, das ist ein Apfelgarten, ne? Also sagt man, so ein Obstgarten. Und der erzeugt Essen und Pflanzen, also recht wenig nur, ne? Maximale Produktion seht ihr ja hier, eine Tonne Essen und eine Tonne Pflanzen.
braucht ein bisschen Chemie für die Pflanzenschutzmittel. Das importieren wir ja derzeit noch. Ne? Chemie ist ja noch so ein offenes Feld. Da habe ich ja noch keine Planung noch nicht mal zu. Weil für die Chemie brauchst du viele Pflanzen auch wieder. Das heißt, grundlegend auch für die Chemieproduktion ist ja die Pflanzenproduktion. Ne? Ja. Aber ja, Genossen, deswegen hoffe ich, dass diese Apfelplantagen wenigstens in begrenztem Umfang da ein bisschen helfen. Und passen ja auch hier schön nach Kolditz rein. Ne? Hier sind noch zwei davon. Ich will mal sehen, ob die funktionieren. Hier ist gerade kein Arbeiter. Hier ist auch kein Arbeiter. Ja, das ist nicht so gut, Genossen. Das ist gar nicht gut wiederum. Okay. Hier hatte ich aber auch schon mal Arbeiter gesehen. Kamen die von der Burg runter? Oh, da hat der Winter aber auch anscheinend gut zugeschlagen hier. 66 Mann noch übrig von 150. Haben wir hier wieder größere Verluste in Kolditz erlitten? Das sieht so aus, ne? Ach, ja, Genossen. Jetzt ist genug gestorben für dieses Jahr hier, ja? Bitte wieder an was anderes denken, positive Gedanken hier verbreiten und sich vermehren. Darum geht es jetzt, Genossen. Im März, ja, da kommt doch gute Stimmung auf. Also, Mann. Haben wir wieder so viele Leute verloren hier? Das kann doch nicht sein. Wieso ist denn das so? Ja, das bräuchte ich jetzt auch nicht. Oh. Warte mal, wir können ja mal nach der Gesundheitsversorgung schauen, Genossen. Wenn nicht, müssen wir dem Problem hier nächstes Mal auf den Grund gehen. Nicht, dass hier irgendeine Seuche am Rumgehen ist und ich bekomme davon nichts mit. Also, die Bürger und dann bitte Gesundheit. Ja, 69, 77, 51, 52. Schlechter geht's ja kaum, Genossen. 50. Wieso ist denn das so schlecht? Also, es gibt hier in Kolditz, gibt hier die Poliklinik, wo sie vorbeilaufen können. Die haben keine Autos, ne? Die haben keine Krankenwagen, Genossen. Nicht ein Patient am Start. Hier wird die Gesundheitslage wieder besser, ne? 88... 66. Hm. 60, 50. Wieso ist denn das so schlecht hier? Hier ist doch keine Verschmutzung, Genossen. Können wir uns hier die Verschmutzung anzeigen? Nee, können wir nicht, ne? Da brauchen wir den Verschmutzungstower für. Ja. Genossen, die Analyse der genauen Umständigkeiten, warum hier in Kolditz wieder Verschmutzungen auftreten, die verschieben wir gerne auf die nächste Episode. Es ist wieder unglaublich, wie schnell die Stunde vorbeigeht. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr kein Abo habt, dann abonniert den Kanal. Das ist richtig gut. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann sagt YouTube euch auch Bescheid bei neuen Videos. Sonst nicht. Also, soweit ich informiert bin, nur wenn ihr mit auf diese Glocke klickt. Von daher, Genossen, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, euer Astral-Silber sagt, ciao für heute. Ciao, ciao.